Moinsen, Servus, hallo, willkommen zurück bei Gothic 2. Wir müssen diesen Eumel hier kutschieren. Macht eigentlich so null Bock, aber naja, mal gucken. Wir sind ja ein lieber Mensch und wir wollen ja auch schließlich alle Quests beenden und all der ganze Krams und ja. Ich hoffe, das war eine gute Idee, aber ich glaube schon, oder? Auch hinter mir, ja, sehr schön. Den bringen wir hier sicher raus, obwohl es hier an allen Ecken an irgendwelchen Mistviechern kreucht und fleucht. Wir gehen auf den safen Weg zurück, den wir quasi ja durchgerambot haben. Und dann braucht er sich nicht in die Windeln machen. Und weh, ich kriege am Ende mehr als irgend so ein läppiges Goldstück, mit dem ich dann abgefrühstückt werde. Typ ist halt ein riesen Feigling, aber wir sind Feuermagier. Solche Aktionen haben andere in der Bibel zu Heiligen gemacht und so, ne? Also, mal gucken, ne? Mal schön speichern. Da werden wir da oben... Klippe entlang laufen, ja, Klippe kann man nicht sagen. Diesen Hügel. Im Grunde dieser natürliche Damm am Fluss entlang. Bis in den Wald hinein und ja. Dann läuft richtig. Wir dürfen halt nur nicht entdeckt werden. Geht's? Ach ja. Ich liebe es. Und dann gucken wir, was wir da machen können. Wo sind wir überhaupt? Ah, was guck ich hier nach? Wir sind im Wald, natürlich. Ich Trollo, ey. Wow. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Geht's noch? Ja, macht mir bisher keine Schwierigkeiten, der Typ. Finde ich gut. Der ist nicht aufdringlich. Die KI ist nicht allzu blöd. Wir haben es 22:11. Ach du Scheiße. Das ist Lurker, aber auf die habe ich keinen Bock. Die sind mir zu nah dran. Ja, ich hoffe, du kannst schwimmen, Kollege. Ja, sehr gut. So. Gleich haben wir's, Kollege. Da kannst du nach Hause und dich ausheulen. Wie schlimm das hier doch war. So richtige Geschichten aus dem Paulanergarten. Damals, als ich noch im Zweiten Weltkrieg im Minental stationiert war. Genau sowas. Hallo. So. Mein Freundchen, wir haben das Schlimmste überstanden. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht die Snapper mit anlocken. Geht's? Kommst du über diesen Baumstamm? Yes! Billgott überrascht mich immer mehr. Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabim, rabim, rabum oder so. So.
So, Billgott. Billgott, Alter, deine Mutter war echt grausam. Billgott, wer heißt Billgott, Alter? Bill the God. Aber das wird es niemals geben. Und wenn mich gleich in die Burg ballern danach. Der Teleport und erstmal ratzen. So is it. So is it, du miss it. Jetzt komm her. Und wehe, du willst noch an den Orks vorbeilatschen. Das wäre die Oberhöhe. So. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wär schade drum. Leb wohl. Ich kann darüber nicht mal mehr lachen. Was? 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 Hä? Alter, ihr scheiß Bugs, ey! Pass auf dich auf, lass dich nicht fressen. Alles klar, ich bin sicher, was ist das Erste, was passiert? Er kriegt einen Herzinfarkt. Digga, was? Digga! Weißt du, auf der Reise ist nichts passiert auf dem Weg hierher. Keine Orks, keine Überfälle. Er hat sich brav angestellt und dann in dem Moment, wo er hier ist. Ciao. Wisst ihr, da muss ich jetzt eine Story raushauen. So Skyrim, alle die es kennen. Ihr kennt bei Skyrim in der Open World, kennt ihr immer diese Gefangenentrupps, ne? So ein Typ wird von Imperialen oder von Timor oder so bewacht und eskortiert halt, ne? Da habe ich halt einen befreit und da war noch so ein Banditen-Blabla, wie auch immer. Und da lagen halt Steine auf dem Boden, weil die haben ja manchmal diese Fallen, wo diese Musik mit Felsbrocken schmeißen. Die lagen dann auf dem Boden, weil die Falle schon mal ausgelöst war. Dann habe ich den Typen befreit, so, danke, mein Herr, ne? Und dann ist er halt losgerannt, weil die Gefangenen, die hauen dann immer ab. Und dann ist er an so einem Stein, also wirklich so, der war in Game nur so 20 Zentimeter groß, weil die sind ja so Felsen unterschiedlich groß, lag am Boden. Von der Falle. Ist er dann losgerannt und ist dann an diesem Stein oder über diesem Stein vorbeigelaufen und eigentlich machen diese Steine ja, wenn die fallen, ja halt übelsten Schaden, sollen die NPCs töten. Und anscheinend hat er den noch so bewegt, dass das Game irgendwie so dem simuliert hat, er würde Schaden kriegen. Und dann ist er daran gestorben, bei der Flucht, nur 2 Meter von mir entfernt, weil er auf diesem Stein an diesem Stein dran gelaufen ist und dann, oh, ist da hingefallen, Junge. Kann man auch nicht auf mein Leben. Aber das? Das ist ein komplett neues Level, ey. Junge, das wird das Thema der Folge, Alter. Billgott kriegt Herzinfarkt. oder Schlaganfall, eins von beiden. Billgott kriegt Schlaginfarkt und Herzinfarkt. Oh Mann, ey, RIP, Brudi. Daran habe ich jetzt keine Schuld, oder doch? Ich meine, er wollte hier raus, damit er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, aber ich habe ihn jetzt erst recht in Lebensgefahr gebracht. Oh Gott. Oh Mann, vergessen wir die Sache. Ich muss die Leiche verbuddeln und schnell weg hier, Alter. Wir sprechen nie wieder darüber. Alter, eigentlich müsste er dann da oben chillen und warten. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ey, sag's bloß nicht. Jetzt kommt die DEA Open Up. Breaking Bad, sie haben eine Leiche in der Wüste verscharrt und so. Oh Mann, ey. Also eigentlich müsste er da oben chillen. Den sieht man auch nie wieder danach. Der ist dann, glaube ich, wenn man einmal nach Korinnes zurück... Ey!
wenn man nach Korinnes zurückgereist ist, sieht man den nie wieder. Ah, verdammt, was ist... Ja, such dir einen anderen Platz. Der Magier hat Vorrang. Ach, geil. Das ist doch alles nur geredet. Kannst du mal die Leute durchlassen? Was bist du denn für ein Pflege? Natürlich zum ersten Mal. So. Selbst ist der da nicht drauf gekommen. Oh, dann machen wir mal weiter mit unserer Expedition. Ja, ey, Birgit, ey, so eine Zeitverschwendung. Alter, so ein armer Ranzen, der Typ. Ich will doch nur zu meiner Frau, da gab's wenigstens was zu essen. Oh! Oh. Alter. Digga, ich hab das gerade überhaupt nicht gerafft, deswegen die Totenstille einfach. Na, ihr Luschen, ihr. Ich will mir meine Pilze snacken. Kommt bloß nicht zu nah. Kommt bloß nicht zu nah, hab ich gesagt. So. Oh, lecker, lecker mio. Nichts wie weg hier, ey. War doch der totale Ramsch, muss ich sagen, hier. Junge, so Top 10 Funniest Moments in Gothic 2, der wäre da locker dabei. Das reimt sich. So, Mo Feldknöderisch, den lasse ich mir nicht entgehen. Nicht ums Gold aller Welt. Die sind doch safe Orks. Ja, 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 ja. Bist du den Ork? Ich wag das nicht. Ich geh. Ich möchte das nicht. Papa! So, dann gucken wir mal weiter, was hier noch so geil ist. Ja, mal Berg hochkraxeln. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja, wenn man auf Selbstmord steht, auf jeden Fall. Dann sind ja nur Feuerwarane und keine Ahnung was noch. Feuerwarane reichen komplett aus. Mehr muss ich nicht wissen. Oh, wait a second. Wir sind ja jetzt wieder fernab der Zivilisation. Wir können uns ja besser rüsten momentan. Und zu dem Outfit passt natürlich auch Schnieke, ein Bogen. Aber nicht zum Feuermagier, zu der Robe. Das ist sowas von old fashioned. Und das Rot, das passt überhaupt nicht zum Blau vom Bogen. Er ist halt echt so für mich. So. Aha, ich weiß, wo wir sind. Altes Kastell. Also ja, das ist sowieso oben. Alxadas versunkener Turm. Müssten wir gleich eine Reichweite haben. Yo! Habt ihr diesen Frame gesehen? Der hat mich schon ausgereicht, um mich zu verjagen. Das ist ein Drachensnap. Da! Uah! Verschwindet, ihr Schakale. Ich will nichts mit eurer Brut zu tun haben. Jetzt habe ich Karies und Baktus am Hals. Nein, ich will das nicht. Hauwurzel. Seid ihr Schmoggus immer noch da? Ich glaub's nicht, ey. Könnt ihr euch nicht einmal verziehen, ey. Wie heftig ist die Range von den Viechern? Wollt ihr mich flachsen? Alter. Junge, 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 Junge. Sind die noch da? Oder haben die sich wieder verzogen? Okay, alles klar. Nicht über den Kamm da oben lugen. Hab schon kapiert. Was geht hier so ab?
Oh. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Kann ich wenigstens da oben lugen? Hier, ich bin ja auf der anderen Seite. Ah, ja. Moin! Hallöchen! Da unten ist noch so einer. Satz mit X! Marvel X! So, ich muss mal gucken, wie viel Schaden macht nochmal ein Feuerfall bei denen. So, ungefähr fürs Verhältnis. Nice. Hallöchen! So. Das ist gut, diese. So, dann ohne die Snapper zu wecken, kommen wir hier wieder. Ja, ich glaube schon. Ah! Oh oh. Oh Mann. Alles gut. So. Ja. Das Game hat mich nur ein bisschen verarscht. Hehehe. Ey, kann man da doch mal so tief runter wie damals? Das wäre ja hardcore krass. Wisst ihr noch, als wir hier waren, in einem alten versunkenen Turm? Dass da unten für eine Rocky Horror Picture Show unten war. Ja. Das gibt's auf 12. Ah, meine Nase juckt. So. Oh. Was liegt denn hier so für ein Trash rum? Ein Fisch, wie geil. Habt ihr euch hier Picknick gemacht, ne? Und noch einer, toll. Was geht hier? Ah, okay, gut. Wir können nicht mehr in die Tiefe, aber wir können wenigstens die obere Etage ausräumen. Das finde ich cool. Okay. Okay. Nice. Geweihtes Wasser. Alter, das klingt richtig Feuermagier-Sicko-Shit. Das gönne ich mir mal. Und noch ein Fisch. Ey. Alter, die und ihre Fische. So, was ist hier? Hm, toll. Schnabbes, geil. Ich meine, Alkohol for free soll man sich nie beklagen. So. Da kann ich noch hoch, ne? Ohne Ärger zu kriegen. Ja, die sind da hinten, die Lausbuben. Na los, hoch mit dir. Wenn man da runterfallen würde, da ist ein Wasserfall, würde es ja Richtung, ich weiß nicht mehr, wie die Burg heißt, die alte Burg, wo mit Lester und den Harpien und dem Fokusstein da auf jeden Fall, keine Ahnung, was da abgeht. Wenn es die Burg noch so gibt, wie wir sie kennen. Ja, moin. Hallo. Moin. Na gut. Du bist nicht der erste Steingolem, gegen den ich gekämpft habe. Hallo! An der Wand! An der Wand! Oh. Mehr Kritz! Mehr Kritz, Digi! So, nice. Ist das noch so einer von Xardas, der übrig geblieben ist? Keine Ahnung. Erstmal heilen. Und jetzt Mana tanken. Ärgert mich, dass da unten das Ding im Weg ist, aber gut. Die Symbole, ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Die macht mein PC immer, wenn ich irgendwas spiele, an. Nase. Ah!
Ja, aber der Zugang ist, glaube ich, nicht mehr vorhanden. Also wenn er über anderen Wege. Warte mal. Hey! Wir sind richtig! Hier ist eine Schiffstelle, also sollte eine sein. Wie geil. War ich hier eigentlich schon? Na egal, den Rest mal später. Oh. Allein dieses Bild spricht Bände. Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Alle, die Gothic 1 gespielt haben, wissen, dass sowas passieren kann, wenn man in der Minenkolonie lebt. So. Tja, da werde ich wohl ein Ungezieferproblem bereinigen müssen. Oh, Olafs Beutel. Ach stimmt, Olaf hat es nicht geschafft, Bilgotz hat es nicht geschafft. Die Story ist jetzt vorbei. Noch einer. Und ein Knochen eines Skeletts. Ja, das wird jetzt witzig. Das wird jetzt ganz viel Spaß machen. Hab ich den schon? Da ist nichts zu machen. Na dann, ey, lass den armen Mann in Ruhe. Hallo, da ist es zu nah dran. Jetzt reicht's aber, zieh die Waffe. So. Oh Mann, ey. Ja, geil! Herz gelungen. Krieg ich da nochmal was? Schlösser-Kombi, ich liebe solche Sachen. So. Nice. Das sehe ich doch gerne. Dunkelpilze en masse. Das ist auch noch Buddlerfleisch, wusste ich so. So, ich will ein paar Pilze snacken. Ich hoffe, irgendwann durchbreche ich die Schallmauer und krieg wieder Mana-Bonus. Ja! Nice! Ich habe die Schallmauer durchbrochen. Jetzt darf ich wieder 60 Pilze oder so fressen. Ja, ihr armen Würstel. Mana-Durst! Soll ich vielleicht auch Blauflieder snacken? Blauflieder ist gut. Blauflieder gibt beides: Lebensenergie und Mana. Und vor allem Mana. Ich hätte die vorher nicht so viel snacken dürfen. Nichts zu holen. Respekt, mein Lieber. Respekt. Oh Gott. Ja, nee, dafür werde ich austeilen. Ey, du Hundekrams. Jetzt gibt's eine Schlägerei hier. Oh, es sind ein paar, aber die mit denen werde ich fertig. Ich bin gut gepanzert. Nice! Gut ausgedünnt jetzt hier. Sehr gut. So, heilen wir uns mal kurz. Dieser Zauber ist so scheiße praktisch, ey. So, sehr gut. Na dann. Na,
das Ganze wieder von vorne los. Ja, okay. Gibt's was Wichtigeres? Jawollo! Nice shit, Alter! Immerhin keine Warrior, ey. Sondern nur Normalos. Komm ich an den da unten ran? Da ist nichts zu holen. Ey, du schuldest mir was. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Da kommt man den da unten nicht mehr ran. Der hat sich... Toll. Und ist das eine Silvestros-Notiz? Das ist Silvestros Notiz. Von Silvestro Paladin des Königs, das ist der Schifftruppleiter. Ein weiterer Tag Schifferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erzteil versteckt bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen, er wird die Kisten in Sicherheit bringen. Aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Ja, bitter Silvestro. Du warst also Silvestro. Oh, scheiße. Was geht da hinten ab? Oh. Ich glaube, da haben wir Viecher. Na gut, also, alles klar. Wir kriegen also die Kistenärzte nicht mehr hier. Und da können wir auch nicht wissen, wie viele es sind. Oh, nee. Mehr. Interessant. Boah, ist das langweilig, ey. Jetzt mach mal was, ey. So. Davon ist Warrior. Wir haben inzwischen gecheckt, mit denen haben wir auch kein Problem mehr, richtig. Wenn man sie richtig antatscht. So, das. Nice. Gebastet. Was haben wir hier so? Schwarze Perle, schön. Eine Schatulle, okay. Mal hier liegen zerbrochene Minecrawler. Eier rum. Minecrawler-Zangen, toll. Eine Spruchrolle. Gucken wir uns hier genau um. Ich dachte noch irgendwas. Knochen eines Skeletts, toll. Da ist nichts zu holen. Tja. Wir sind im Grunde jetzt genauso schlau wie vorher. Weil Silvestro nirgends hingeschrieben hat, wohin die hin sind. Das war. Most genius Aktion ever, einfach. Was? Da ist nichts zu holen. Och, ey. Leute. So. Gut. Na, auf dem Boden kann man hier schnell was übersehen. Na, ja, das zum Beispiel. Oder das zum Beispiel. Nichts zu holen. Okay, okay. Dann sind wir hier fertig. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Die armen Schweine hier. Ihr Schweine hier. Was habt ihr da angestellt? Nice. Na dann. Frischluft atmen. Wo könnten die hingegangen sein? Wir müssen besser die Gegend auskundschaften. Hier war ich, ne? Hier geht's richtig zur Richtung Fayette, ne? Die waren dicht beieinander. Wir können auch unterhalb von... Ach, da geht's zu Xalas Tor. Ja. Wir können vielleicht mal vorbeischauen. Oh, gucke mal an, ein Belia-Schrein. Die sind ja eigentlich momentan komplett nutzlos für uns wegen der Mod, aber... Wir können mal vorbeischauen. Noch ein Lederbeutel, toll.
Wir können mal vorbeigucken. Ist das Sumpfkraut oder so? Und ich höre irgendwas Goblin-niges. Leichte Ork-Axt, toll. Was Knochen alles, was auch immer. Ist ja immer noch so, ne? Belia, du magst uns nicht, ne? Na, wusste ich's doch. Müsste man halt irgendwie die Mod abschalten, aber ist ja eh nicht unser Playstyle momentan. Deswegen juckt uns das auch nicht. Für einen anderen Playstyle ist Belia schreit sich ja sehr witzig. Also kommt halt immer drauf an, welchem Gurt man so... Kann man ja selber entscheiden, seine Loyalität quasi gegenüberstellt. Und für mich ist es Innos dieses Mal. Deswegen, sorry Belia, du bist mein Erzfeind. Gut, alles klar, da war's das mit der Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal, würde ich sagen, ne? Bis dahin, tschüss!